Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 8109, Angriffe von Geheimdiensten auf Integrität und Vertraulichkeit kritischer Infrastruktur und Menschheitskommunikationssysteme müssen enden. Ich eröffne die Aussprache und für die Piraten hat Herr Kollege Schwert das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und an den Bildschirmen. Egal, was man sagt oder schreibt, Big Brother sieht alles und hört alles mit. Das wissen wir spätestens seit den Enthüllungen Edward Snowdens. Und es gibt keinen Schutz, heißt es. Doch ist das wirklich so? Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz hat eine Softwarelösung gefördert, mit der man Daten, die man in eine beliebige Cloud hochlädt, sicher verschlüsseln kann. Sie heißt Panbox, ist quelloffen und für alle verfügbar. Dabei wurde konsequent auf Privacy by Design gesetzt. Das heißt, dass die Sicherheit der Privatsphäre bereits durch starke Kryptographie eingebaut ist. Für den Nutzer einfach zu bedienen, aber trotzdem sicher. Das ist der Beweis. Es geht. Wir sind nicht hilflos im Netz. Wir können uns gegen Datenschnüffelei und Spionage wehren. Und die Politik kann uns dabei effektiv unterstützen. Wäre bei jeder Standard-IT-Anwendung, bei jeder Kommunikationsform der Schutz der Privatsphäre schon eingebaut, digitale Wirtschaftsspionage und Datenschnüffelei wären in vielen Fällen kaum noch durchführbar. Wir brauchen Methoden und Werkzeuge, unsere Daten sicher zu verschlüsseln, verschlüsselt kommunizieren und vertraulich abzulegen. Diese müssen einfach zu benutzen sein, auf jedem Rechner standardmäßig installiert und schon durch die Konzeption den größtmöglichen Schutz bieten. Die einzige Frage ist nur, warum gibt es das nicht schon längst? Und da muss ich leider eine ernüchternde Antwort geben, weil man das nicht möchte. Weil es mächtige Interessen gibt, die genau sowas verhindern, weil Überwachungsfanatiker genau solche Bemühungen absichtlich torpedieren. Sicherheitsstandards werden verhindert und unterlaufen, auf legalen wie illegalen Wegen. Einige Beispiele habe ich im vorliegenden Antrag gegeben. Der Einbruch bei Gemalto, bei dem Millionen von Sicherheitsschlüsseln geraubt wurden. Oder die systematische Sabotage der Verschlüsselung von IP-Telefonie. Lücken in der Authentifizierung von Mobilfunk, bezahlte Hintertüren in Kryptographie beim Hersteller RSA, hunderte gehorteter Sicherheitslücken und Angriffswerkzeuge für IT-Technik und elektronischer Kommunikation von Hardware, Software und Methoden. Uns bedrohen außer Rand und Band geratene Geheimdienste, aber auch jede Art von Kriminellen, Erpressern, Datenkraken, Mafia und Terroristen, die genau solche Lücken ausnutzen. Einzige Schlussfolgerung? Das digitale Arsenal von Angriffswerkzeugen von Geheimdiensten gehört abgerüstet. Die Politik kann und muss die systematische Sabotage von Privatsphäre und Sicherheit in IT-Systemen beenden. Das Sammeln von Sicherheitslücken, das Untergraben von Sicherheitsstandards muss verboten werden. Verschlüsselungsverbote, Forderungen nach Hintertüren und Zweitschlüsseln konterkarieren diese Bemühungen. Darauf gibt es nur eine Antwort. Derartigen Bestrebungen muss sofort ein Riegel vorgeschoben werden. Lückenlose Verschlüsselung von Sender zu Empfänger ist der einzig wirksame Weg, vertrauliche Kommunikation zu gewährleisten. Die weltweit wichtigste Software zur verschlüsselten E-Mail-Kommunikation dieser Art ist GNU-PG, GNU Privacy Guard, basierend auf PGP, einem Verschlüsselungsverfahren, welches mit öffentlichen und privaten Schlüsselpaaren arbeitet. Wir haben darüber bereits hier debattiert und hier im Plenum wurde auf unsere Initiative hin ein gemeinsamer Beschluss gefasst, das Wissen über genau diese Lösung zu verbreiten. Der Landtag bietet sie auf Initiative der Piraten für die Landtags-IT. Wussten Sie, dass diese Software von einem einzigen Entwickler aus Deutschland stammt und gewartet wird? Der Mann kommt aus Erkrath, und zwar hier ganz in der Nähe. Und ausgerechnet diesen Menschen drohte dieses Jahr das Geld für seinen Lebensunterhalt auszugehen. Durch eine Crowdfunding-Kampagne konnte das abgewendet werden. Wie geringschätzig kann man überhaupt sein angesichts der immensen Bedeutung dieser Software für unsere Kommunikation?
Sollten wir diesen Mann nicht bezahlen? Sollten wir nicht noch viel mehr Entwickler bezahlen und dran setzen, mehr solcher Software noch besser und noch einfacher benutzbar zu machen? Da steckt auch ein Wirtschaftsfaktor für unser Land drin. Dienstleistungen und Produkte rund um Sicherheit könnten ein Standortfaktor für NRW sein. Und das bietet Arbeitsplätze. Hier und heute. Heute liegt hier unser Antrag vor und darin ganz konkrete Beschlüsse und Maßnahmen, die die Politik dieses Bundeslandes hier sofort einleiten kann. Reden Sie sich nicht raus, stimmen Sie diesen Beschlüssen zu, fordern Sie mit uns diese Maßnahmen ein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die SPD-Fraktion hat Herr Kollege Vandenberg das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist richtig, das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben wir hier in diesem Hause, Herr Schwert, schon positiv begleitet, auf Ihre Initiative hin. Ich erinnere auch gerne an den Piratenantrag 16.6.115, den wir dann in Verbindung mit einem Änderungsantrag der Regierungsfraktion und der Piraten gemeinsam 16.6203 auf den Weg gebracht haben. Und er dokumentiert in der Tat noch einmal die wichtige Zielsetzung, die wir haben, nämlich dass möglichst sichere Kommunikationsstandards zur Anwendung gebracht werden. Da stimmen wir vollkommen überein. Und ich darf auch erinnern an die Regierungserklärung von Hannelore Kraft zur Digitalisierung an dieser Stelle, wo sie genau das, Herr Schwert, auch betont hat, dass die IT-Sicherheit und die Dynamik, die da drin steckt, ein Wirtschaftsfaktor ist, den wir für dieses Bundesland positiv nutzen müssen, ja, positiv auszubauen haben. Das ist alles völlig korrekt und ich finde, dass es auch gut ist, dass wir in diesem Parlament das in einer gemeinsamen Form an dieser Stelle auch deutlich gemacht haben. Und es ist auch richtig, dass es das Bundesverfassungsgericht mit seinen Entscheidungen zur informationellen Selbstbestimmung einen Grundrechtscharakter geschaffen hat für das Thema, der in die neue Zeit hineinführt. Aber ich glaube, das, was Sie jetzt aufgeschrieben haben, ist an einigen Stellen auch nicht zu Ende gedacht. Denn ist es in der Tat richtig, dass wir bestimmte Verschlüsselungstechniken den Menschen vorschreiben sollen? Das ist eine Vokabel aus Ihrem Antrag. Offenbar sind bislang vorliegende Techniken noch so umständlich in der Nutzung, dass viele Nutzer eher abgeschreckt sind, wenn sie versuchen, diese Techniken, die Sie vorhin dargestellt haben, zu nutzen. Sollen wir, bitte? Genau, aber ist es richtig, nur von der Seite zu kommen, dass wir administrativ vorschreiben, oder müssen nicht auch von den Anbietern selber an der Stelle auch Impulse noch geschehen, damit diese Technik zum Durchbruch kommt? Das ist genau der Punkt, an dem wir, glaube ich, an der Stelle diskutieren müssen und wo wir in der Vergangenheit, glaube ich, mit den Anträgen, die wir da auf den Weg gebracht haben, mit Ihnen gemeinsam eigentlich ja auch einen Weg eingeschlagen haben. Wir müssen an dieser Bedienungsfreundlichkeit arbeiten und diese Instrumente nutzen. Mich überzeugt, nicht nur von administrativer Seite hier politisch vorzugehen. Meine Damen und Herren, was mich auch an dem Antrag etwas gestört hat, ist, er offenbart neben dem sachlich richtigen Kern, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nach vorne zu bringen, aber immer noch ein, ich will es mal gestörtes Verhältnis der Piratenfraktion nennen, zu unserem demokratisch und verfassten Sicherheitsorgan. Denn, meine Damen und Herren, in Deutschland, das ist richtig, arbeiten 21 voneinander unabhängige Behörden im nachrichtlich-dienstlichen Bereich und mit nachrichtlich-dienstlichen Aufgaben. Aber wir nennen diese Behörden aus sehr gutem Grund gerade nicht Geheimdienste, sondern wir nennen sie Nachrichtendienste und anders. Und das hängt auch mit der deutschen Geschichte zusammen, dass wir uns eben auch wegentwickelt haben, Gott sei Dank, und die Erfahrungen gemacht haben von einer Geheimpolizei damals im Dritten Reich, die andere Aufgaben hatte und eben nicht aus einer sich verpflichtet gefühlt haben, der Sicherung und der Wahrung von demokratischen Grundrechten und einer Verfassung, die es zu schützen gilt. Und ich finde es immer schwierig, wenn der Begriff Geheimdienst an dieser Stelle pauschal und in einer Generalität für alle diese Institutionen verwendet wird, die sich gerade ganz anders ableiten und hier auch vorgehen. Und wenn Sie sich intensiver gerade mit der Aufgabe des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes beschäftigen, Herr Kollege, dann
glaube ich, würden Sie viel Wertvolles feststellen, nämlich gerade, dass hier werbend unterwegs ist im Bereich der Wirtschaftsspionage unser Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen und versucht, in dem Sinne zu werben, wie Sie es gerade einfordern. Also Sie würden da Ansatzpunkte und einen Partner finden und Sie müssen da, glaube ich, kein Feindbild auftun, wie Sie es an dieser Stelle tun. Meine Damen und Herren, ich störe mich auch ein bisschen noch an den Überschriften. Ich weiß, dass es ein Herzensanliegen der Piraten ist, das Thema Internet in jeder Plenarsitzung einmal mindestens auf der Tagesordnung zu haben, aber Menschheitskommunikationssysteme ist immer natürlich auch ein ganz breites Feld. Bei den 7 Milliarden Menschen schätzen wir momentan, dass etwa 3 Milliarden Menschen einen Zugang zum Internet haben. Von täglichem Nutzen rede ich da noch nicht, sondern von einem Zugang. Wir wissen, dass es eine große Dynamik hat. Und wir wissen auch, dass vermutlich ähnlich wie der Buchdruck eine Dynamik entfalten wird. Aber viele sind noch weit davon weg. Und deswegen sollten wir, wenn wir die Themen angehen, vielleicht ein bisschen die Dimensionen im Auge halten und auf diese Weise vorangehen. Deswegen, Sie wollen ja auch keine ordentliche Diskussion im Fachausschuss, sondern hier eine direkte Abstimmung. Deswegen aus den dargelegten Gründen empfehlen wir die Ablehnung an dieser Stelle, aber wir werden dem Thema mit Sicherheit weiter begegnen, da bin ich mir sicher bei Ihnen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Vandenberg. Für die CDU-Fraktion hat Herr Kollege Siewecke das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem heutigen Antrag der Piratenfraktion beraten wir wieder einmal Fragen, die sich in einem sensiblen und anspruchsvollen Politikfeld bewegen, das das stete Abwägen und Austarieren von Recht und Gesetz zwischen Sicherheit und Freiheit beschreibt. Für uns als CDU-Fraktion ist es schon immer ein Grundsatz gewesen, dass sich Sicherheit und Freiheit nicht ausschließen, sondern sich gegenseitig bedingen. Die Diskussion darüber, wie das Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit gerade auch in der digitalen Welt gewichtet ist, diese Diskussion wird und darf niemals enden, da sie unsere Grundwerte betrifft. Ich zitiere Artikel 10 unseres Grundgesetzes. Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie den Betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt. Der vorliegende Antrag der Piraten bezieht sich auf das Thema der Verschlüsselung elektronischer Kommunikation. Weitere Aspekte rund um die bereits beratenden Themen Datenschutz und Vorratsdatenspeicherung müssen wir an dieser Stelle hier beiseite lassen, da schon das Thema der Verschlüsselungstechnologien alleine eine sicherlich intensive Betrachtung erfordert. Geheimdienste, Nachrichtendienste weltweit haben in den letzten Jahren Grenzen überschritten. Wir brauchen im Hinblick auf befreundete Nachrichtendienste erstens ein klares Mehr an Transparenz, zweitens ein Miteinander und verlässliche parlamentarische Kontrolle und drittens brauchen wir nicht zuletzt einen Paradigmenwechsel derart, dass Bürgerinnen und Bürger sagen können, die Geheimdienste, Nachrichtendienste arbeiten für die Sicherheit von uns Bürgern und nicht gegen unsere persönlichen Bürger- und Freiheitsrechte. Geheimdienste haben dabei in der Vergangenheit immer wieder in rechtlichen Grauzonen gearbeitet. Daher muss klar sein, was illegal ist, was von Recht und Gesetz nicht umfasst wird, das darf nicht sein, egal welche äußeren und gar historischen Umstände herrschen. Freiheit ist kein Wert für gute Zeiten. Freiheit und Rechtsstaatlichkeit müssen immer gewährleistet werden. Und Aufgabe der Politik wird es immer sein, dafür einzutreten und zu kämpfen, gerade auch in Zeiten des Terrors. Und klar sollte auch sein, dass wir in Deutschland unsere IT-Sicherheitsindustrie nicht weiterentwickeln können, wenn diese selbst Ziel staatlicher Infiltration wird, welche Herkunft diese auch sei. Gerade auch für Nordrhein-Westfalen als Hightech-Land sage ich als Abgeordneter der IT-Stadt Paderborn, der Heimat von Heinz Nixdorf und zahlreiche IT-Unternehmen rund um unsere Paderborner Universität ganz bewusst. Die Bürger und Unternehmen unseres Landes nutzen in Zeiten des digitalen Wandels mehr und mehr die Optionen einer vernetzten und online-basierten Kommunikation. Daraus entstehen die vielseitigen neuen Möglichkeiten und nicht zuletzt neues Wachstum und neuer Wohlstand.
Wir können es uns in Anbetracht dieser immensen Chancen nicht erlauben, dass das digitale Sicherheitsgefühl der Menschen auf der Strecke bleibt, schon gar nicht aufgrund staatlicher Aktivitäten. Was ich aber nicht mittragen möchte, das sind die Vorwürfe der Piraten gegen den BND. Diese wirke geradezu aktiv daran mit, neue Entwicklungen in der Verschlüsselungstechnologie zu verhindern. Denn genauso wie unsere Bürgerinnen und Bürger ein Grundmaß an digitalem Vertrauen aufbringen müssen, tagtäglich bei jeder Online-Überweisung, bei jeder Online-Kommunikation, genauso wie zahlreiche Unternehmen in Deutschland sich einfach ein Stück weit darauf verlassen können müssen, dass die von ihnen genutzte Verschlüsselungstechnik für wichtige geschäftliche Datentransfers zumindest weitgehend geschützt werden kann, so müssen auch wir den Behörden unseres Staates ein grundsätzliches Vertrauen entgegenbringen. Sonst enden wir gemeinsam in einer paranoiden Spirale von Verdächtigungen, die uns in der Sache nicht weiterbringen. Aus diesem Grunde können wir Ihren Antrag auch nicht mittragen, denn der Grundton Ihrer Formulierung und letztendlich auch Ihre Forderungen sind leider viel zu sehr von Misstrauen geprägt, sodass sie die eigentliche Sachdebatte nicht einleiten kann. Es gibt jedoch auch Aspekte in Ihrem Antrag, an die ich an dieser Stelle anknüpfen möchte. Erstens, mit Ihrem Hinweis zu den Vorteilen einer echten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung leisten Sie einen konstruktiven Beitrag, gerade auch im Hinblick auf die elektronische Kommunikation von Privatleuten, kleineren und mittleren Unternehmen. Zweitens, Nachrichtendienste und Hersteller von digitalen Sicherheitssystemen sollten gerade in Deutschland und Europa intensiv zusammenarbeiten, im Interesse eines insgesamt hohen Datenschutzniveaus für unsere Bürgerinnen und Bürger. Ich komme zum Schluss. Und drittens, sollten wir politisch eine sachliche Diskussion über das Thema der Hintertüren in Verschlüsselungssystemen führen? Welchen Beitrag liefern diese zum Beispiel wirklich zur Terrorismusbekämpfung? In welchem Maße wäre diese Technik tatsächlich nutzbar? Oder wäre selbst das nur eine weitere Etappe im digitalen Wettlauf der Systeme? Welche Schlüssel zu den Schlüsseln könnte die Politik dazwischen schalten? Welche gibt es schon? Und das heißt sicherlich zum Schluss, diese Fragen müssen wir intensiv beraten, aber nicht so wie in Ihrem Antrag. Und deswegen lade ich Sie ein, diese Punkte noch mal intensiv an einem anderen Ort zu diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Siebecker. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht Herr Kollege Bolte. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es sind jetzt bald 2 Jahre, dass wir regelmäßig neue Enthüllungen erleben über Machenschaften, Grundrechtsverletzungen, Grenzüberschreitungen und Verstrickungen bei internationalen Geheimdiensten. Es sind auch Bezüge deutlich geworden, wo auch deutsche Dienste involviert sind. Wir haben da kürzlich auch drüber debattiert. Dieser ganze Geheimdienstskandal, der ganze NSA-Skandal hat den Kitt des demokratischen Rechtsstaats erschüttert, das Vertrauen. Vertrauen in öffentliche Institutionen, dass sie sich an Recht und Gesetz halten, Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, dass sie bei ihren sensiblen Aufgaben den Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit zugunsten der Freiheit auflösen, Vertrauen auch in die Wirtschaft, dass sie sich nicht zum Handlanger wissgieriger Nachrichtendienste macht. Das Vertrauen insgesamt hat gelitten. Das macht mir Sorgen. Das macht uns, glaube ich, allen Sorgen. Genauso muss es uns Sorgen machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, genauso muss es uns Sorgen machen, dass es jetzt seit bald einem Jahr einen Untersuchungsausschuss beim Deutschen Bundestag in dieser Affäre gibt, wo immer wieder durch verschiedenste Stellen die Aufklärung auch behindert wird. Auch das ist etwas, was uns Sorgen machen muss. Auch hier im Landtag haben wir immer wieder über den NSA-Skandal debattiert. Ich will, und das fand ich eben auch wichtig, dass den Hinweis des Kollegen Vandenberg, wir haben regelmäßig auch gemeinsame Initiativen hinbekommen. Das finde ich wichtig bei einem so relevanten Punkt. Ich erinnere da an den Antrag zum Appell der Schriftsteller, den Antrag Unsere Freiheit steht auf dem Spiel und den Antrag letzten Sommer zur Verschlüsselung. Er ist angesprochen worden. Es ist also nicht so, dass wir nicht kompromissbereit sind. Im Gegenteil, wir gehen ordentlich mit der Opposition um und prüfen, wo es Anknüpfungspunkte gibt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Piratenfraktion, was Ihren heutigen Antrag angeht, er ist, greift im Unterschied zu manch anderer Initiative keine ganz aktuellen Entwicklungen auf, beispielsweise das Office of Tailored Access Operations, TAO. Das ist schon seit anderthalb Jahren ein bekannter Sachverhalt. Da war es damals so, als es aufkam, dass meine Kollegin Verena Schäfer und ich uns an die Präsidentin gewandt haben und vielleicht erinnern Sie sich, das war der Vorgang, der Ihren Kollegen Düngel damals zu seinem Rant gegen das angeblich kranke System gebracht hat. Also das sind Sachverhalte, die schon länger erledigt sind. Eine gesetzliche Grundlage für anonyme oder pseudonyme Nutzung von Telemediendiensten gibt es. Die haben Sie selber zitiert. Das Grundrecht, das Sie im Antrag einfordern, das gibt es auch. Das nennt sich Grundrecht auf Integrität, Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Wir haben klar beschlossen, ich habe es gerade schon angesprochen, und das haben wir auch mehrfach zugesagt, dass es im E-Government-Gesetz klare Regelungen geben wird, was Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf Kommunikationskanälen mit den nordrhein-westfälischen Behörden angehen wird. Insofern kann ich nur sagen, wir sind da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, was das Land Nordrhein-Westfalen angeht. Ich will aber auch zu dieser grundsätzlichen Debatte noch eine Anmerkung machen, denn natürlich ist die zentrale Lehre aus dem NSA-Skandal, dass Verfassungsschutzbehörden, dass Nachrichtendienste, ich sehe da im Bund ganz besonderen Handlungsbedarf, was den BND und den MAD angeht, aber auch das BfV sicherlich transparenter und demokratisch aufgestellt werden muss, dass sie demokratisch eingehegt werden müssen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch deutlich stärker eingehegt werden müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das haben wir gemacht hier in Nordrhein-Westfalen. Sie erinnern sich, mit der VSG-Reform 2013 haben wir genau das gemacht, weil wir die Lehre nicht nur aus dem Geheimdienstskandal, sondern auch aus dem NSU hatten, dass es eine demokratische Einhegung für Nachrichtendienste braucht, weil es da einen Konflikt gibt. Und ich kann mich nicht erinnern, Herr Kollege Schwert, dass Sie in den letzten zwei Jahren hier konkret angemerkt hätten, konkret öffentlich gemacht hätten, dass der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die er hat, verletzt hätte. Das ist auch richtig so, weil wir haben diese Grenzen enger gefasst, wir haben sie konkretisiert. Damals im alten schwarz-gelben VSG stand zum Beispiel noch das sonstige Aufklären des Internets drin, was als eine Befugnisnorm. Das haben wir rausgestrichen, das haben wir klarer gefasst. Alles solche Punkte, wo es nötig war, wo es sinnvoll war, es klarer zu fassen. Ich kann mich auch nicht an konkrete Änderungsvorschläge erinnern. Sie haben auch in den ganzen zwei Jahren jetzt nicht gegen Eingriffsbefugnisse geklagt, sondern Sie haben an einer Stelle geklagt, nämlich gegen die Transparenz durch öffentliche Sitzungen. Ich glaube, ich habe klar gemacht, jawohl, Frau Präsidentin, ich habe klar gemacht, dass wir uns vernünftigen Diskussionen nicht verschließen, aber dass wir heute nicht zusammenkommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bolte. Und nun spricht für die FDP Herr Kollege Lürbke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Menschheitskommunikationssysteme ist ein wahrlich großes Wort. Und ungeachtet der Frage, ob man hiervon überhaupt bereits sprechen kann, da ja leider ein großer Teil der angesprochenen Menschheit nach wie vor keinen Zugang zum Internet besitzt, Herr Pfannenberg hat es ja auch schon angesprochen, verwendet der vorliegende Antrag einen Duktus im Stile Nordrhein-Westfalen, rettet die Welt. Und er greift weit über dasjenige hinaus, das ein Landtag zu leisten imstande ist. Er ist zudem in der Darstellung des Sachverhalts inkonsequent, und ich sage Ihnen auch warum. Die Piraten, sie fordern ein neues, wie Sie nennen es, Grundrecht auf Verschlüsselung. Zugleich weisen Sie jedoch darauf hin, dass das Bundesverfassungsgericht ein derartiges Grundrecht bereits entwickelt hat, indem es die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme schütze. Das ist richtig, meine Damen und Herren von der Piratenfraktion. Letztgenanntes Grundrecht mag im Einzelfall auch durch den Schutz persönlicher Daten durch Verschlüsselung gebieten. Es erweist sich also schlicht als überflüssig an, dieser Stelle gleich ein neues Grundrecht mit der Notwendigkeit einer Verfassungsänderung zu fordern. Das ist dann irgendwo auch rechtsdogmatischer Unfug.
Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schwer zulassen? Danke, nein. Das größte Problem vor unserer eigenen Haustür spricht der Antrag ja im Grunde überhaupt nicht an. Ja, wenn Sie es überweisen würden, auch in den Ausschuss, dann könnten wir auch richtig darüber debattieren. Aber wir bringen das mal jetzt zu Ende. Also im Herbst 2014 verkündete der BND, er wolle künftig größere Mittel zum Einsatz von Entschlüsselungstechniken ausgeben. Und der Dienst möchte auf diese Weise ja offenbar seinen, nennen wir es, Rückstand auf NSA oder GCHQ verkürzen. Also wenn wir schon digitale Abrüstung fordern, dann sollten wir doch damit vor der eigenen Haustür beginnen und hinterfragen, was denn der deutsche Nachrichtendienst eigentlich so alles unternimmt und ob das nach Recht und Gesetz erfolgt. Aber seien wir ehrlich, wir können die digitale Aufklärung und Spionage durch Drittstaaten in diesen Zeiten nicht völlig verhindern, nicht aus Nordrhein-Westfalen heraus, nicht auf Bundesebene und voraussichtlich nicht einmal durch die EU. Und umso wichtiger erscheint es deshalb doch, genau das zu tun, was auch dann getan werden kann, nämlich bestwirksame Schutz- und Verschlüsselungstechniken Bürgern und Wirtschaft nutzbar zu machen. Und eine wirksame Kontrolle der Maßnahmen der Geheimdienste durch die dafür vorgesehenen parlamentarischen Gremien, auch hier bei uns in diesem Hohen Hause, sicherzustellen und Verwertungsverbote zu stärken. Zucken wir mit den Schultern, wenn das Diensthandy der Kanzlerin oder der Ministerpräsidentin von ausländischen Diensten abgehört wird, oder haben wir dann dem auch wirklich etwas Wirksames entgegenzusetzen? Und da hilft dann nicht eine Verankerung als Grundrecht, sondern da hilft dann wirksame Technik, da ist dann das Know-how unserer deutschen Wirtschaft und Wissenschaft gefragt, denn unsere Behörden können sowas zumeist gar nicht selbst entwickeln, sondern geben das in Auftrag. Und ich meine, Made in Germany muss auch bei digitaler Schutztechnik dann das Markenzeichen sein. Es gilt zudem, Löschungspflichten, Verbote der Nutzung in staatlichen Entscheidungsprozessen, sei es durch Gerichte, sei es durch Behörden, ausreichend sicherzustellen. Und natürlich, auch Private dürfen von rechtswidrigen Erkenntnissen nicht wirtschaftlich profitieren. Mit anderen Worten, auf Facebook, auf Google muss die Nutzung derartiger Daten dann untersagt sein. Und wenn uns zumindest dieser Schritt gelingt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann haben wir schon viel gewonnen. Wir Freien Demokraten setzen uns deshalb ja auf europäischer Ebene für die zügige Verabschiedung einer strengen, sanktionsbewahrten Datenschutzgrundverordnung ein. Und eine solche Verordnung kann die Spionagetätigkeit zwar auch selbst nicht verhindern, sie kann aber sehr viel dafür sorgen, dass die Ergebnisse jener Tätigkeit dann nicht genutzt werden dürfen. Und gelingt uns dies, dann sind wir zumindest schon mal einen großen Schritt weiter. Diesen Schritt gehen wir allerdings nicht mit dem Kampf gegen globale Windmühlen. Und meine Damen und Herren, zum Schluss, das sollten wir nicht vergessen, gehört auch dazu, dass Ausforschungsbefugnisse staatlicher Behörden nicht ständig erweitert werden dürfen, insbesondere also die leidige Debatte um die anlasslose Vorratsdatenspeicherung nach der richtigen Entscheidung des EuGH auch nicht immer wieder neu aufgekocht wird. Auf der vorhandenen Grundlage können wir Ihrem Antrag dann heute leider nicht zustimmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Kollege Lümpke, würden Sie einen Moment hierbleiben? Es liegt eine Kurzintervention des Kollegen Schwert vor. Herr Kollege Schwert, bitte schön, Sie haben das Wort. Bitte schön. Herzlichen Dank. Ja, Herr Lümpke, Sie sprachen davon, dass wir hier die Welt nicht retten können. Das ist wohl richtig, aber wir könnten damit hier beginnen, für uns und für unsere Bürger diese Möglichkeiten hier einzuführen. Das steht auch explizit in dem Antrag so drin. Insofern kann ich das nicht ganz verstehen. Zweitens, das Grundrecht auf Verschlüsselung ist ja wohl was anderes als ein Grundrecht auf Integrität der Kommunikation. Denn das wird Ihnen sicherlich nicht verborgen geblieben sein. Wir haben in der letzten Zeit sehr viele Tendenzen dazu, dass diskutiert wird, ob man Verschlüsselungen nicht verbieten solle bzw. verpflichtend Hintertüren einbauen solle. Und genau dem gilt es, einen Riegel vorzuschieben. Und zum Dritten würde ich dann gerne aufgreifen, jetzt habe ich mehrfach gehört, wir hätten das doch überweisen sollen. Ich lade dann die anderen entsprechenden Fachabgeordneten sehr gerne ein, einen gemeinsamen Antrag diesbezüglich zur Einreichung in die Ausschüsse zu formulieren. Herzlichen Dank. Herr Kollege Lübcke, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Schwert, dass ich noch die Möglichkeit habe, noch zwei Sätze zu sagen, und auf die werde ich mich beschränken. Denn ich denke, ich habe ausgeführt, dass wir uns für eine sanktionsbewahrte Datenschutzgrundverordnung einsetzen.
Wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, diesen Antrag in einem Ausschuss zu beraten, das zu tun. Und ich möchte darauf wetten, dass wir auch in Zukunft die Möglichkeit haben, das zu beraten. Denn Ihre Anträge zu diesem Thema kommen ja im Wochentakt. Und dann machen wir das bei nächster Gelegenheit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lübcke. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Jäger. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben in der Vergangenheit mehrfach über das Thema Verschlüsselung, über Datenschutz, über Privatsphäre gesprochen, hier im Plenum, häufig auch in den Ausschüssen. Ich hoffe, dabei ist deutlich geworden, dass wir uns als Landesregierung seit vielen Jahren für Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme einsetzen, übrigens das auch mit Erfolg. Und ich habe, glaube ich, öfter dargestellt, was unser Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen ist, was er für eine Rolle spielt. Herr Schwert, er beteiligt sich ausdrücklich nicht an Versuchen, die Sicherheitsstandards für IP-Telefonie zu verhindern, zu schwächen oder zu schädigen. Im Gegenteil, unser Verfassungsschutz ist präventiv tätig, um Unternehmern vor entsprechenden Angriffen zu schützen. Jedes Jahr führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes eine Vielzahl von Informationsveranstaltungen bei IHK, bei Handwerkskammern, bei großen Unternehmen durch, mit dem Ziel, sie zu sensibilisieren, um sich vor Angriffen zu schützen. Das ist Vertrauensarbeit, die ist übrigens nicht selbstverständlich. Und der Verfassungsschutz nutzt auch keine Sicherheitslücken, um an Informationen zu gelangen, sondern bewegt sich stets im Rahmen bestehender Gesetze. Insofern zur Rolle des Verfassungsschutzes. Was die Verschlüsselungstechnologie angeht, glaube ich, dass wir die Nachfrage nicht ändern können, indem wir das Angebot vorschreiben. Sondern ich glaube, dass wir das Problem haben, dass die Benutzerfreundlichkeit gerade bei der Verschlüsselung zu wünschen übrig lässt und dadurch die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern nur gering ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages 8109. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag mit Stimmen von SPD, CDU, Grüne und der FDP gegen die Stimmen der Piraten abgelehnt. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12.